Ja, heute am 27. April 2021, der dritte Lockdown, bin ich hier vor der St. Michaeliskirche in Hillesheim. Bei strahlend blauem Himmel. Und hier auf der anderen Seite habe ich das Glasfaserkabel. Noch guckt es aus dem Kasten raus, es wird aber bald verschwunden sein. Ja, und es geht um meinen Lieblingsbäcker Café Engelke und diesmal auch um den Apfelkuchen, der diesmal ohne Sand und Kabel ist. Da ja das Kaffee, da man mit Kaffee selbst nicht mehr frühstücken und auch nichts essen darf, wegen unserem Lockdown. Geht das nur auf der Bank. Und hier sind die leckeren Produkte von meinem Lieblingsbäcker Engelke. Der beliebte Apfelkuchen, der saftige Apfelkuchen mit Puderzucker und Apfelstücken. Dann die Plunderstücke. Ja, das ist mit Pfirsich, Erdbeere, Pudding in der Mitte und einer roten Weintraube. Wunderschön anzusehen. Das Auge isst mit, sagt man ja immer. Hier das Hausbrot, ne, mit fast 100% Roggen. Ich glaube, jetzt habe ich richtig gesagt. Also kein Dinkel, Roggen. Und hier der Heimskaffee. Diesmal als Milchkaffee. Sehr cremig, sehr lecker. Also der Heimskaffee, also wirklich was für Genießer, wird in diesen freundlichen Kaffeebechern bei Café Engelke ausgeschenkt. Ja, mit allen Sinnen genießen. Mein Lieblingsbäcker Café Engelke aus Hillesheim. Tradition seit 1891 in vierter Generation. Ja, und im Hintergrund die Michaeliskirche. Ein Kind auf einem Roller, kein Elektroroller, wo wir ja das Problem mit den Akkus entsorgen haben. Das haben wir hierbei nicht. Hier spielt noch ein Kind mit einem richtigen Roller, muss selbst schieben, hat Freude daran. Hier bei strahlend blauem Himmel vor der Michaeliskirche. Ja, leider muss man hier auf der Parkbank, sage ich mal, auf der Bank muss man sein Frühstück zu sich nehmen. Ja, soweit dieses kleine private Werbevideo. Und abschließend nochmal ein Taxi. Das ist aber nicht das Besondere. Das Besondere ist das Glasfaserkabel. So bunt wie die Kuchenstücke.